Anatoli Borisowitsch Scharinski, 30 Jahre alt, Jude. In der vorletzten Woche ist er in Moskau verurteilt worden zu 3 Jahren Gefängnis und 10 Jahren Arbeitslager. Wegen Landesverrates und Spionage zugunsten der USA, wegen antisowjetischer Propaganda und Agitation. Scharinski ist Bürgerrechtler, Mitglied der Moskauer Gruppe zur Erfüllung der Beschlüsse von Helsinki, also der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Scharinski zum Schluss seines Prozesses, ich zitiere: Ich bin glücklich, dass ich mit reinem Gewissen gelebt habe. Ich bin mit mir in Frieden gewesen, auch als mir die Todesstrafe drohte. Ich bin glücklich, dass ich anderen Menschen geholfen habe. Ich bin stolz, dass ich ehrliche und tapfere Menschen wie Sacharow, Orlov und Ginzburg gekannt habe, welche die Tradition der sowjetischen Intelligenz fortsetzen. Ich bin glücklich, Zeuge der Befreiung des jüdischen Volkes in der Sowjetunion zu sein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nicht nur seiner innen- und außenpolitischen Bedeutung wegen steht dieser Fall heute an der Spitze unserer Sendung. Hier, so meine ich, wird deutlich, was die Größe eines Menschen ausmacht und wofür dann zu Recht auch Friedensnobelpreise verliehen werden. Mut und Opferbereitschaft und leidenschaftliches Engagement und nichts von Anpassung. Eigenschaften also, über die wir nicht nur jubeln sollten, wenn wir sie jenseits des Eisernen Vorhanges wiederfinden. Wir sollten sie auch für unsere Demokratie öfter wünschen, meine ich, wo es doch viel leichter und viel ungefährlicher ist. Der Weg des Bürgerrechtlers Scharinski also, ein Film, den wir aus England übernommen haben. Mein Name ist Anatoli Scharinski. Seit 3 Jahren kämpfe ich um meine Ausreise nach Israel. Diese Aufnahmen entstanden vor 2 Jahren. Anfang Juli dieses Jahres wurde Anatoli Scharinski vor einem Moskauer Volksgericht der Hochverratsprozess gemacht. Ein Prozess, zu dem westliche Journalisten nicht zugelassen waren, wohl aber Anatolis Bruder Leonid. Dieser Bericht veröffentlicht Auszüge aus Leonids Notizen. Ein Zeichner hielt die Gerichtsszene in Bildern fest. Der Angeklagte wird beschuldigt, die Sowjetunion durch die Verbreitung des Vorwurfs, es gäbe Antisemitismus im sowjetischen Staat, verleumdet zu haben. Dies umfasst auch die illegale Herstellung eines Propagandafilms, der in England gezeigt wurde. Teile dieses Films wurden an der Grenze beschlagnahmt und werden dem Gericht als Beweismaterial vorgelegt. Der Film, auf den sich der sowjetische Staatsanwalt bezog, lief 1976 im Westen unter dem Titel »Kalkuliertes Risiko«. Er war heimlich mit einer Amateurausrüstung hergestellt worden. Nun sind wir auf dem Puschkinplatz. Hier hat die allererste jüdische Demonstration stattgefunden, bei der auch Spruchbänder gezeigt wurden. Wann war das? Im Mai 1973. Diese couragierten Juden gaben ein erstes Beispiel.